Moin, moin, liebe Leute. Es geht weiter mit Hybrid Heaven. Und zwar, oh Gott, ich klinge wie raus damit. schon besser. Es geht weiter. Wir sind in Dr. Bross' Labor und ich bin völlig im Arsch. Ich habe irgendwie nicht besonders viel geschlafen, seit ich angefangen habe. Na egal. Dias, keine Bewegung. So sieht doch kein Doktor aus. Naja, schöne Leggings hat er. Ich hörte, du lebst hier ganz nach Lust und Laune. Das sieht dir ähnlich, du alte Quarknase. Bitte, wer was? Aber ich will keinen Ärger haben. Jerry, der Spießer meint, ich sollte dich einfangen. Nicht, dass ich irgendein Interesse an Jerrys Geschwafel hätte, aber allein der Gedanke, dass ich dich als dürfte Meerschweinchen halten, reizt mich irgendwie. Oh Gott. Geht ja gleich schon wieder gut los. Einen Kumpel als Meerschweinchen zu halten, klingt verrückt, aber ich könnte mich daran gewöhnen. Experimente mit normalen Klonen waren in letzter Zeit ziemlich langweilig. Tut mir leid, aber es ist fantastisch für mich, dass ich mit jemandem wie dir experimentieren kann. Der ist ein Hybrid in Topform. Na dann, fangen wir an, Bruder. Okay, es ist Showtime. Dias, die Regeln dieses Versuchs sind einfach. Du läufst von dieser Kreatur davon. Und das ist alles. Oh, fuck. Lauf, wenn du nicht krepieren willst. Das ist nicht. Ist der nicht riesig? Er ist so viel stärker als du. Bilde dir nicht ein, dass du mit ihm kämpfen könntest. Es ist wirklich bedeutungslos für mich, was mit dir bei diesem Experiment passiert. Fangen wir also an. Lauf! Lauf, Dias! Also ich muss sagen, am meisten in den Gesprächen störe ich noch nicht mal die beschissene Rechtschreibung oder die falsche Grammatik oder so ein Käse. Am meisten stört mich an diesem Ding, wie jetzt noch Kampf währenddessen. Na gut, okay. Du siehst interessant aus. Nee, am meisten stört mich bei diesen Gesprächen, dass die vollkommen bedeutungslos geschrieben sind. Also was der da jetzt geschrieben hat, das hätte man können, weiß nicht, in einem Satz abhandeln. Und das wurde dann immer und immer und immer wiederholt. Und das klingt echt wirklich verdammt kindisch. Also so richtig, ja, grundschulaufsatzmäßig, original. Wie als hätte man keine Ahnung, wie man schreibt. Es ist absolut miserabel. Also ich bin brutalst enttäuscht. Ich habe mir gestern nach dem Let's Play Middle Kick oder Middle Sidekick? Ich mache mal Middle Sidekick. Ich habe mir nach dem Let's Play, ich mache keinen Middle Sidekick mehr, noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen im Internet gesurft und habe noch ein bisschen Informationen von dem Spiel gesucht, beziehungsweise Tests. Was mich schon mal erstaunt hat, es gibt keinen einzigen deutschen Test, jedenfalls nicht von einer wirklichen Testseite. Es gibt viele, ja, Nutzertests quasi. Einfach nur Leute, die das Spiel gespielt haben und ihre Meinung dazu abgeben. Aber es gibt keine beruflichen Tester, sage ich jetzt mal, die das Ding ausprobiert und benotet hätten. Was mich schon mal äußerst gewundert hat. So, dazu kam dann noch, dass, was man ja erwarten konnte, bei den Spielern, es 12 Millionen verschiedene Meinungen gab. Also die einen haben das Ding mit 90% betitelt, die anderen mit 29. Also von da bis da ging die Spanne. Und ich persönlich weiß noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich habe nicht viel über die deutsche Übersetzung gelesen. Scheinbar hat die jeder ausgeschaltet. Aber ich bin mir echt noch nicht sicher, was ich von dem Spiel halten soll. Ich weiß es noch nicht. Und was ich jetzt auch nicht weiß, ist, wo ich jetzt raus und reinkomme. Ich gehe jetzt mal da lang. Kann natürlich sein, dass ich gerade wieder falsch rumgehe. Nee, hier war ich noch nicht. Und was ich mich auch gerade frage, ist, wo bleibt denn das Vieh? Also ich bin ja jetzt hier nicht gerade schnell unterwegs. Und ich hatte noch einen Kampf und irgendwie müsste doch das Vieh dann eigentlich gelaufen kommen oder so.
Oh, aber ich kann mir vorstellen, dass wir daraus so eine Art Running Gag machen. Oder. Haha, Running Gag. Running, versteht er, ne? Ne, weißt dass dann ständig. Oh, ein Schwein mit drei Nasenlöchern. Dass da ständig jetzt dieses Vieh immer wieder irgendwo auftaucht. Naja. Ich glaube, das sollte auch nur so kopftechnisch ein bisschen Druck machen. Wirklich passieren tut ja nichts. Offense Enhancer. Wahrscheinlich hat er jetzt mehr Schaden. Das war aber ein geschickter Schachzug. Aber ich weiß, wie ich ihn kontern kann. Ich trete nämlich zu. Noch rüber, noch rüber. So. Nein, ich hab doch gedrückt. Scheiße, und ich bin in der Vorwärtsbewegung. Konter vielleicht. Ich probier's mal. Ey, Wahnsinn. Yes, krass. Konter. Jungs, so sieht ein Konter aus. Mädels übrigens auch. Ich bin begeistert. Ich habe noch nie einen Konter hingekriegt. Ich weiß auch nicht, worüber sich das entscheidet. Yeah. Disco-Schwein. Yep. Und jetzt ein Left-Kick natürlich. Das sieht doch schon so nach dem Bein aus. Boing. Wow. Jetzt muss man den Schwein lassen. Es hält verdammt viel aus. Right-Kick. Boing. Yes. Okay, das war ziemlich gut. Rang A. Naja. Und was ich auch noch nicht rausgefunden habe, ist, wie ich diese Tretattacke da mache. Quatsch, diese Greifattacke. Ich muss. Ja. Wo könnte jetzt der richtige Weg sein? Hier vielleicht. Wie soll man sich denn hier orientieren? Aha. Ah, okay. Ah, jetzt kommt das Vieh also wieder. Jetzt hat man wieder ein bisschen Action. So. Auf mich in die Richtung. Bin nicht ganz eigen. Ja, toll. Da kann ich ja jetzt viel dagegen machen. Die Tür geht nicht auf. Also würde ich jetzt einfach behaupten, die Tür geht auch nicht auf. Ha, scheiße. Dann gehe ich falsch in der Annahme, dass ich, ja. Ich habe ein Problem, würde ich sagen. Oder hat sie jetzt ein Loch in die Tür gehauen? Ach, da! Oh Gott, Junge, ey. Tomb Raider in Höchstform. Schnarch. Oh, dieses blöde Vieh. Okay. Sind wir erstmal wieder ein bisschen sicher, runterkommen. Aber da kenne ich auch noch eine geile Szene. Das war, welches war das? Dieses katastrophale Tomb Raider 6, glaube ich. Angel of Darkness. Genial. Also eine Szene. Verdammt. Eine Szene ziemlich am Anfang. Und zwar. Da musste man irgendwie vor Bösewichten halt flüchten über Dächer. Über so ganz normale Wohnungsdächer. Und so ein Kram. Und, ja, Lara hat es dann original geschafft, diesen komischen, ich zieh mich an der Kante hoch und mach dann erstmal noch einen Handstand auf der Kante und gehe dann ganz langsam von dem Handstand wieder zurück in eine ganz normale Position, damit ich mich bewegen könnte. Diesen Move, den musste sie natürlich unbedingt machen, während ungefähr 3, 4 oder 5 Leute mit einem Maschinengewehr aus sie geschossen haben. Die ist gestorben dabei. Ich konnte nichts machen. Ich konnte diesen Move nicht abbrechen. Das war genial. Und genau an das hat mich das hier jetzt gerade erinnert. Ich gehe mal da hoch. Ich bewege mich noch ein Stück. Oh, da kommt der Gegner. Ja. So, jetzt aber. Jetzt hat die Sau sich schon wieder geheilt. Wie ich das nicht mag. Left. Nö. Oh nö. Es ist anstrengend, bin die Viecher sich immer heim. Hab ich dich. So.
Frag nicht. Wie hat denn der mich jetzt? Na gut. Das war ja wohl zum Scheitern verurteilt. So wie dieses. Right Kick. Nee, Left wäre besser. Scheiße. Ich weiß, wie man greift. Jungs und Mädels, ich weiß, wie man greift. Oh, das war blöd. Egal. Nein. Ach, scheiße, ich bin davor, weil du ja.